Klugloland ist heute dran. Und ich würde sagen, wir spielen gleich mal das erste Level davon. Herzlich willkommen zu NES oder NES Remix. Und wieso werde ich jetzt zu den Remixes geschickt? Ich will Klugloland spielen, was auch immer das ist. Ja, schauen wir das Video lieber an. Okay. Ist eine Art Puzzlespiel. Und um Gegner zu besiegen, kann man so Schockwellen aussenden, oder wie? Ist das ein symmetrisches Puzzlespiel? Okay, ich hoffe, wir werden da leicht rangeführt. Gibt auch nur 8 Missionen. Vollständige das Muster, bevor die Zeit abläuft. Okay. Ist das so richtig? Ja, scheint so. Und wieso sind da Diamanten von Legend of Zelda? Rubine. Entschuldigung, keine Diamanten. Okay, ich hab's. Das Prinzip habe ich verstanden. Ah, okay, der nimmt dann seinen Arm raus. Okay. Ist in Ordnung. Der streckt so seinen Arm raus und das war knapp. Ja, so. Rechter Arm und linker Arm streckt der raus. So. Okay, es ist schwer, aber cool. Das Prinzip gefällt mir. Vervollständige das Muster. Okay. Autsch. Vervollständige das Muster. Ah, nein, zu früh. Man muss timen. Okay. Nein. So. Ah, das ist auch fake. Wieso? Ach, das ist noch eine Stufe tiefer. Ach so. Okay. Also das muss so symmetrisch angeordnet werden. Ist okay. Ist verstanden, Prinzip. Verstanden, das kann nicht besser, weil wir haben die 3 Sterne. Okay, sehr schön. Dann schauen wir mal, was Level 2 uns so hergibt. Und das ist aber wieder ein Spiel, was ich sehr, sehr cool finde. Drücke A und paralysiere die Gegner. Okay. Ah, okay, man kann nicht spammen. Man muss immer wieder leicht A drücken. Okay, ja, wenn das Kapitel ist. Du da oben auch. Ja, okay. Dränge den paralysierten Gegner gegen die Wand. Okay, sehr schön. Besiege 2 Gegner. Ah, jetzt wissen wir, wie wir Gegner besiegen. Zack, erster down. Zweiter. Down. Ey, das haben wir ja gut gemacht. Wisst ihr, an was ich bei Klugloland immer denken muss? Irgendwie an Kirby. Als sei es irgendwie eine Art Kirby-Spin-Off. Aber das ist ja nicht der Fall. Scheint ja wirklich irgendwas anderes zu sein. Sammle die Bonusfrucht ein. Ah, es ist Pac-Man. Pac-Man. Sammle diese Bonusflagge ein. Ein extra Versuch. Autsch. Was ich noch sagen wollte, auch ein geiler Remix wäre Namco Remix. Also so mit Pac-Man, Dig Dug oder wie das hieß. Und alle diese alten Klassiker der Arcade-Reihe. Und Zeit. Wir brauchen Zeit. Da macht der Gegner uns das Leben ein bisschen schwer. Oder dieses Loch halt. Ist doch gar nicht so schwer. Geht doch.
Ah, und besiege 2 Gegner. Ja, das hat ihr mir nicht gesagt, Leute. Entschuldigung. So. Ah, das stoppt die Gegner. Das gibt uns keine weitere Extrazeit. Und jetzt wäre es kackisches. Ja. Ach nee, komm. Nimm dir diesen Gegner. So. Ach. Das ist ja höllisch schwer. Oder mache ich was falsch? Autsch. Hä? Ich kapiere das nicht. Wie macht man das? Ja, der ist paralysiert. Geht dorthin, was ist das? Trampolin. So, und jetzt töte den. Sehr schön. Autsch. Ah, Mann, das Zeitlimit ist ja asozial. Klugluland ist nicht das nächste Game, was ich spielen werde. Hat einen guten Eindruck gemacht. Dieser Eindruck ist aber jetzt schon wieder weg. Mann, töte doch diesen Scheiß. Ich krieg den Gegner nicht down. Ach. Ah, Mann, die Steuerung. Also ein bisschen hackelig ist schon. Komm. Hä? Ach, die sterben da nicht. Okay. Okay, kapiert. So, jetzt. Erster Down. Und zweiter Down. Geht doch. Was denn daran so schwer? Mensch. So, letzte Stage für Klugluland heute. Sammle alle Goldbarren ein. Ah, das sind Goldbarren. Okay. Ey, das ist ja auch wieder asozial schwer. Oh mein Gott. Gut, das ist ein... Ah, nein, es gibt ein Zeitlimit. Hallo. Nein, geh da runter. Ach, für nix zu gebrauchen. Gut, erstmal... Okay, dann nicht. So, erstmal alle Kreise rundherum. So. Oder mach einfach so, wie es dir passt. Klu. Ist das Klu? Ah, ich soll 40 Goldbarren einsammeln. Oh, noch 3. Ach, Mensch. Ja gut, dann ist das doch eine machbare Geschichte. So, erstmal diese Rahmen. Ramen. Ja, leider nicht das Essen. Also die Nudelsuppe. Sondern hier diese rosa Dingens. Kirsche. Ja, wenn man mal den Text vorerst lesen würde, ne, dann wäre es vielleicht nicht so schwer. Aber gut, ich habe jetzt doch ein bisschen die Schnauze voll von Klugluland. Ich möchte golfen. Ziele, um den Ball ins Loch zu schlagen. War doch gut. Ja, natürlich. Was ist das denn für ein Betrug? Hallo. Meine Fresche. Soll ich jetzt so machen, oder was? Ah, geht doch. Und wie man 6 Leben bei diesem Scheißspiel hat.
Und wieder ein Loch an. Fast. Ach, Mann. Ach Gott. Ey, obwohl, der Schlag war nicht schlecht. Ah, warte, jetzt sehe ich das. Man sieht ja auch noch die Fahne. Das mache ich nicht. Ach, okay, continue. Aber das ist doch machbar. Ah, fast, fast. Irgendwie ist da so eine kleine Wölbung. Ich verstehe nicht, woran man das erkennen kann. Das ist zu fest. Ja. Wieso driftet der denn so ab? Was? Das ist auch noch nicht gut genug. Fehlerisch. Ja. Ja. Oh ja, okay. Dieser Scheißball. Ach, jetzt ist doch lächerlich. Was ist das denn für ein Spiel? Ach, Mann. Komm, jetzt geht der Scheiß rein. Ich habe jetzt schon jeden einzelnen Winkel genommen. Jetzt nehme ich einfach den Winkel. Ach ja. Zuerst labern, dann in Aktion treten. So, hau den Scheiß jetzt in dieses Loch. Okay, also nicht so fest. Ich denke, die Distanz war gut. Boah. Irgendwie so vielleicht. Und dann so. Ah, nee. Doch nicht. Okay. Dieser Drecksball, geh da rein. Betrug. Dieser Ball betrügt. Ja, er betrügt. Mann, jetzt komm, ey. Oh, Mann, wie? Okay, muss ich noch nie so? So, okay, jetzt müsste er reingehen. Ja, okay. Man sieht ja nicht mal, dass gewölbt ist. Selbst in diesem 2D-Versuch, 3D darzustellen, sieht man ja gar nicht, dass da eine Wölbung ist. Wie soll man das denn spielen? Kapier ich nicht. Brauche ich auch nicht zu kapieren, es ist Golf. Oh, ach, komm, wir versuchen das heute abzuschließen. Erreicht das Grün mit nur einem Schlag. Ja, das ist ja nicht so schwer. Oder seht ihr da schwierig? Geschafft. Easy. Erreiche das Grün mit nur einem Schlag. Ja, zuerst muss ich mich mal da rantasten. Ja, das war scheiße.
Das ist gut. Nö. Ich muss also das Maximum. Okay. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Und nochmal, erreiche das Grün mit nur einem Schlag. Oh, wie klein ist das Grün denn jetzt bitte? Und ich kann mich ja mit den Schlägern nicht mehr. Also ich weiß nicht mal, was welcher Schläger tut. Okay, da muss man wieder das Maximum erreichen, wie es scheint. Ja. Ich würde so gerne einen Pro-Spieler dieses Spiels anheuern und der mir hier alles Hole in One schießt. Um das Spiel zu dissen. Aber ich kenne leider keinen so Spieler. Ich kenne nicht mal dieses Spiel. Das ist grausam. Da spiele ich lieber Mario Golf oder irgendein anderes Golf, was ab Nintendo GameCube erschienen ist. Weil. Ja, kennst du ja überhaupt keine Wölbungen und so. So, loche den Ball mit nur einem Schlag ein. Ja, jetzt kommt das Hole-in-One-Gedöns. Oh ja, super. Also Try and Error. Ist das die finale Mission? Leck mich. Knapp, knapp, knapp. Okay, mehr Kraft. Das war scheiße. Okay, der weiße Rahmen ist für die Präzision, wie geradlinig der Ball fliegt. Ach. Okay, das wird ein riesengroßer Versuch. Ich glaube, Golf ist. Das ist die letzte Mission, ne? Also, da sparen wir uns dann für morgen. Man muss wirklich alles ausprobieren. Ja, okay. Ja, das haben wir dann in einem nächsten Part. Hier, Pinball ist auch fast abgeschlossen. Wisst ihr was? Dann machen wir die finalen Level in einem kommenden Part dieser Scheißspiele. Donkey Kong ist abgeschlossen, das hier ist abgeschlossen, dann spielen wir ein paar Remixes. Auf Zelda habe ich nämlich gerade keine Lust. Ja, komm, machen wir ein paar Remixes. Lasse 5 Ballons platzen. Oh ne, nicht das schon wieder. Autsch. Und die Kamera. Boah, wird einem ja schlecht. Ich darf welche verpassen. Oh, wie sozial. Ja, ist gut. Jetzt kenne ich das Level nicht. Wie soll ich denn die Ballons finden? Hallo. Oh, da ist einer. Da ist einer. Ja, und das ist der Letzte. Das ist der Letzte. Okay. Gut, dass das zählt. Es war cool. Ballonfight ist cool. Du hast 20, ja, okay, 21. Oh, 21 Remix 2 Level. Oh, ein weinender Eisclimber. Ja, Zelda. Und dieses Wrecking Crew. Oh mein Gott, nein. Besiege alle Gegner und beschütze Luigi. Oh, der läuft auch noch rum. Ja, wie willst du den denn beschützen? Please. Nein! Nein! Okay, ich weiß nicht, wieso der Koopa umgedreht hat, aber ich weiß, dass Luigi sich verpissen wird. So. Und jetzt geh in die andere. Nein, geh in die andere Richtung. Ah, du bist so dumm! Okay. Neuer Versuch. So, der kommt hier hin.
Da habe ich noch Zeit. Jetzt dreht er um. Okay, dann ist der scheißegal. Nee, ist er nicht. Ah, ich kann auf... Mann, geh doch da... Ah, du bist so ein dummer Scheißkopf. Diese Matschbirne. So. Down. Das ist aber vorprogrammiert, ne? Ja. Schema ist so ziemlich immer das gleiche. So. Jetzt nehmen wir dich. Autsch. So, dich da oben. Nee, nicht mehr. Ey, diese Steuerung, wer hat diesen Scheiß programmiert? Wir sind nicht mal auf Eis und Mario schlittert. Okay, okay. Es könnte Wasser sein. Ist okay, ja. Braucht ihr mir nicht zu sagen. Ich weiß. Es könnte Wasser einer Kanalisation Brooklyns sein, wa? Du gehst down und du gleich... Ich komme da nicht hoch. Gut, Luigi, bleib hier. Bleib hier und lass mich auch bitte vorbei. Nein, lass mich vorbei. So. Hä? Hä? Wo ist Luigi denn jetzt gestorben, please? Oder muss ich den Scheiß in einem Zug schaffen? Oh, das ist gut. Das ist gut. Komm, töte diese Biester. So. Ah, Luigi suckt, ey. Geht doch. Ein Glück, 3 Sterne. Was ist das? Das schauen wir uns noch an. Sieht aus wie Super Mario Maker. Sammel 3 Münzen, bevor die Zeit abläuft. Okay. Ist ja nicht so schwer. Sammel 3 Münzen, bevor die Zeit abläuft. Ah, jetzt in jedem Spiel diese 3 Münzen sammeln. Okay. Ja, natürlich erreiche ich den Pilz. Aber ist okay. Ich hab sie. Halte B. Was? Schneller zu fliegen. Okay. Wieso ist das jetzt nicht mit A? Kopier ich nicht. Besiege 10 Gegner, bevor die Zeit abläuft. Okay. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne das Level gar nicht, ne? Autsch. Ah, doch, doch, das sagt mir schon was, aber... Mit diesem Hintergrund halt verwirrt das ein bisschen. Kommt her, Gegner. Ich weiß nicht, wie viele Koopas hier sind. Ob ich die gekonnt ignorieren kann oder die... Ja, die zählen irgendwie dazu. Ach, geschafft, ein Glück. Und 3 Sterne. Noch glücklicher. Und ein neuer Stempel. Wow. Ausbeutung, pur. So, haben wir noch Zeit für ein weiteres Remix. Es ist Donkey Kong. Da würde ich sagen, lieber nicht. Wir machen mal das erste Remix 2 Level. Was wir schon haben. Auch. Nee, warte, wieso haben wir das nicht? Wieso haben wir da keinen Stern? Finde den Geheimeingang. Ah ja. Richtig. Richtig. Also die Fässer rollen nur runter. Das heißt, hier bin ich immer safe. Nur da oben kapiere ich das
das Schema noch nicht. Oh, jetzt. So. Dann zurück. Ah, nein. Puh, das ist ein knackiges Puzzlespiel. Ich weiß auch, wo ich jetzt hin muss. Da ganz zur linken Seite. Da bin ich nämlich am... Nee, da bin ich auch nicht safe. Oh, jetzt. Nein. Komm, ran. Oh, nee. Oh, er hat die Leiter genutzt. Er hat die Leiter genutzt. Was macht er? Das Fass. So. Also ich hab das Schema raus. Ich verstehe nur nicht, wann die Fässer diese Route nehmen und wann nicht. Sieht man das? Haben diese Fässer verschiedene Farben? Okay, das hat ein Symbol. Nee, die sehen alle gleich aus. Nee, warte mal. Das ist falsch. So ist es richtig. So, jetzt über dieses Fass springen. Okay. Wow, schmeißt diesen Scheiß nicht runter. Ach Gott. Was macht das Fass? Okay. Oh mein Gott, da kommt wieder eins. Ja, natürlich kommt das hier runter. Wie können diese scheiß Fässer denn klettern? Bitte. Es gibt nicht mal ein Muster. Es ist alles random, was passiert. Scheiß Dreck. Oder gibt es ein Muster? Wenn ja, ich kapiere es nicht. Okay, ich hab's kapiert. Es hängt von den Leitern da oben ab. Ich glaube. Nee. Wenn ein Fass eine Leiter benutzt, dann benutzt sie alle. Kann das sein? Also immer die nächstgelegene. Nee, geht auch nicht. Nee, Fässer, die durchrollen. Nee, warte. Warte. Ich schau mir das jetzt mal an. Wir haben hier oben ein Fass, das er runterschmeißt, okay. Also, ein Fass rollt durch, benutzt also Leiter, kaputte Leitern. Es rollt durch und benutzt kaputte Leitern. Es benutzt die Leiter und benutzt keine. Ah, es ist also kompletter random Schwachsinn, oder wie? Kann ich das denn irgendwie beeinflussen? Geht das denn? Und ich bin so langsam. Link, du bist so schlecht. Ah, und dieses... Was macht das? Okay, wir müssen diese Fässer auf den Ebenen austricksen. Das kommt jetzt hier hin, so. Und jetzt, ja, keine Ahnung. Ja, schmeiß diese... Ah, wieso kommt das denn entgegen? Was ist das denn für ein Scheißdreck? Dann gehe ich auch halt auf die kleine... Ah, das kommt hier runter. Nee, kommt's nicht. Okay. Ich habe keine Ahnung, wie dieses Spiel funktioniert. So. Kleine... Pass auf, ja, natürlich.
Jetzt kommt. Nee. Okay, ich verstehe einfach nicht, wann ein Fass die Leiter runterkommt und wann nicht. Ah ja, Fallschaden. Ja, genau. Fick dich, Level. Letzter Versuch und dann ist Schluss. Da hängt das an meiner Position ab. Das rollt durch, okay. Ich habe hier auch einen Scheißplatz. Ich muss hier in die Mitte. So. Please, use the... Nein! Ach, nein! Ich habe einen Denkfehler gemacht. Warte mal. Also je höher ich bin, desto weniger können die Fässer mir anhaben, ne? Hier bin ich ziemlich safe. Wow, wow, oh mein Gott, renn. Oh nee. Ich komme hier nicht vorbei. Ich weiß einfach nicht, wie ich hier vorbeikomme. Okay, okay, komm. Letztes Fass. Nein. Ach, Mann. Wenn ich wenigstens das Schema wüsste. Fall jetzt diese Scheißleiter runter. Ja, natürlich nicht. Natürlich nicht. Nee, wie kommst du denn da? Ja. Komm, lass sein. Kein Bock mehr. Komm, nee, nee. Ende. Ende. Ja, Freunde. Keine Ahnung. Scheiß Ding. Ich weiß nicht, wie das geht. Ich lese mir einen Artikel über Donkey Kong. Ja. Strick mir so einen Artikel rein. Und im nächsten Part knacken wir diesen Scheiß vielleicht. Bis zum nächsten Mal bei NES Remix.